Und da sind wir wieder. Alter. Ich will ja gar nicht wissen, was uns hier erwartet. Okay, ich kann halt... Ne, man merkt schon, ich kann hier kein Licht anmachen und gar nichts. Ich bin im Kopf von diesem Mörder drin. Von dem Viktor Maderski. So. So, wann kommen hier die ersten Jumpscares? Okay. Ich mach doch gar nichts. Lass dich doch in Ruhe. Was willst du von mir? Aha, da drin. Wie sieht denn das hier aus? Ah, da fängt es ja wieder schon gut an. So. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Ja, schön. Darf ich mich dazu stellen? Ich hab nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Was ist da? Ich gehe wieder. Tschüss. Oder auch nicht. Hallo. Was? Das ist doch genau derselbe Ton wie beim Luftballon, den wir hatten. In Anführungszeichen. Okay, das ist anders belastend. Ah, und hier finden wir auch... Oh, okay. Selbst in den Gedanken finden wir Collectibles. Krass, wie das hier aussieht. Wie riesig der Mond scheint. Das muss ich jetzt doch mal komplett schauen. Krass. Okay. So. Was verbirgt sich in seinen Gedanken? In seinen kranken Gedanken. So. Hä? Was war das? Kann ich aufmachen? Hallo? Tatsächlich. Ja, dann mach doch auf. Ah, okay. Dann lass grad bleiben. Oh, ein Tier? Ja. Das war kein richtiges Tier. Und die Tür ist zu. Man kennt's. So. Hallöchen, ich bin's wieder. Euer netter Observer von nebenan. Was ist da drüben? Ich will es nicht wissen. Lalalala. Hallo? Geht nichts, alles klar. Hätte ich mir ja denken können. Hallo? Tschüss, ich geh. Oder auch nicht. Hallo Bambi. Look at him. Isn't he just the cutest thing? Hä? Was? Wie? Wo? Wann? Hallo? Was geht ab? Ah. Hallo? Hä? Ich sehe mich tatsächlich. Ja, geil. In der Spiegelung. So, was ist das hier? Hallo? Fernseher. Überall gehen die Fernseher an. Toll. Aha, Toilette. Something's not right. Just look at it. Ja, was denn? Ich glaube, das muss ich nicht mehr machen, aber ich mache es trotzdem, gerade weil wir es können. Einfach mal die Schränke aufmachen. Alter, was? Was ist denn das da hinten dran? Ah, Klamottengezuppel. Wer kennt's nicht? Okay, drei Gläser auf dem Tisch, ein Staubsauger. Hier haben drei Personen gewohnt. Es sind auch drei Paar Schuhe im Schrank. Scheint zumindest mal so. Da kann man rein.
Und hier bin ich gekommen. Not now, Victor. Mommy needs to rest. Okay. Go and play, okay? War ja eigentlich schon fast klar, dass wir hier ein Victor sind. Als kleiner Junge. Hallo, lass mich rein. Hast no time for this? Wieso? Du bist doch gar nicht hier. Was willst du von mir? Ich mach alles auf. Gruselig. Solche dunklen, leeren Schränke. Ich will Soll ich alles aufmachen? Da kommt mir doch bestimmt noch irgendwas entgegen. Hier. Unter der Spüle sollte man natürlich als Kind nicht an die Sachen drangehen. So. Was haben wir hier? Nix. Leere Küche. Da ist ja gar nichts drin. Das ist ja echt ein Trauerspiel. So. Dann gehen wir halt raus. Ja, ist ja recht. Du hast ja eh nichts drin. Das ist ja kein Essen, nix. Ja, uninteressant für mich. Verdammt. So. So, die Mutter muss schlafen. Und was der Vater macht, keine Ahnung. So. Okay. Schuhe. Was haben wir hier? Keller. Jetzt wird's gruselig bestimmt. Dunkler Keller. So. Hallöchen. Ah, was ist hier? Nix. Stromzähler gibt's hier. Ja, Batsch. Hab's verstanden. So, was können wir hier noch? Ah, hier gibt's sowas. Was ist das hier? Hä, was ist das? Ach so, ich kann den Schrank wegschieben. Ah, da geht's durch. Ja, müssen wir ja wohl machen. So, schauen wir mal. Hallöchen. Was geht? Und das machen wir als kleiner Junge. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Besorgniserregend? Besorgniserregend? Egal. So. Victor! Ja. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Bett. Bambi. Der Pfeil zeigt darüber. Bambi ist hier rüber gegangen. Was soll ich tun? Das sieht mir hier nicht so toll. Dann geh ich doch lieber darüber, oder? Verfolgt mich gleich wieder was? Tschüss. Was war das? Sollte ich darüber gehen? Ich mach's einfach mal. Gerade weil das Spiel ja will wahrscheinlich, dass ich in die andere Richtung gehe. Okay, passiert nichts. Ich glaube, ich muss aber wegrennen. Yeah. What's wrong with his legs? Das ist eine gute Frage, was mit unseren Beinen? Ach, sind wir der, wo diesen Gehstock braucht? Deswegen auch die ganzen Prothesen und so? Ich habe keine Ahnung. Ich reime hier wieder was zusammen. Was ist hier? Alter. Da wird einem ja schon Angst und Bange. Alter. Okay.
Okay, da geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Muss ich hier durch? Scheinbar, ja. Ah. Hallo? Okay, Felgen von Autos. Oh, und noch ein Bild. Schön. Das gefällt mir klasse gut. So, weg damit. Da kommen wir nicht weiter. So. Wow, little freak! Was? Was ist denn? Ich bin Daniel Lasarski. Ich heiße nicht Viktor Maderski. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Gibt's Essen? Was hast du gekocht? Spaghetti Bolognese? Ja, ist ja recht. Hey, machen die sich über mich lustig? Weil ich ein Hingebein bin, oder was? Ich finde das nicht in Ordnung. Hey, watch your fucking step. Hey, Gimp. Fucking freak. Get out of here. Ja, ja. Was willst du von mir? Ich kann dir eh nichts machen. Selber schuld. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Komm, Victor, dinner is ready. Habe ich doch gewusst, dass das Essen fertig ist. Yes. You're on the right path. We're almost done. Ist es so? Sind wir fast fertig? Hallo Bambi. Soll ich Bambi hinterhergehen? Ja, oder? Ich geh Bambi hinterher. Oh, ich kann Bambi nicht hinterher gehen. Was? You're almost there. Hab ich jetzt. Hä? Hab ich was verpasst? Okay, da kann man ja durch. Da muss ich doch durch. War ich doch richtig? Was soll das hier? Hallo! Ah, okay. Ist ja schön, dass ich hier alles angucken kann, aber es bringt mich hier nicht weiter. Ich muss dem hier hinterhergehen. Dem Tier. Dem Hirsch. Bambi, sage ich jetzt halt einfach mal. There's no other way. Warum? Was sagt es? Ja, tatsächlich. Oh, hier ein Restaurant. Come, Victor. Dinner is ready. Ja, ich bin doch da. I don't like it. Warum nicht? Please, you need to eat. Genau. Come on, eat. 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 Alter. Okay. Warum sind die ganzen Teller rot? Haben die tote Vögel zu essen bekommen? Dann hätte ich da auch gesagt, ich will das nicht. Das ist ja... So, was gibt's hier? Nix. Ich hätte gedacht, ich kann in der Küche irgendwas machen. Aber krass gemacht. Vor allen Dingen, wer sich das ausdenkt. Diesen ganzen Schockern und so weiter. Mit diesen kranken Gedanken. Okay, wir sind richtig. Ja, gehen wir Bambi hinterher. Wie bitte? Ah, toll. Gibt's hier ein... Ah. Hä? Was ist da drin? Oh, toll. Ein kaputtes Klo. Bambi zeigt mir den Weg. Aber ich will wissen, was... Aha. It has to be done.
Ich muss doch darüber. Ich hätte Bambi gar nicht hinterhergehen können. It has to be done. Ja. So. Hier ist der Wald, okay. Und hier ist das... Your prey is getting away. Ach, entkommt mir nicht. Der ist doch tot. Oh. Jetzt kommt wieder Musik. Toll. Schön. Ich will weg. Lass mich in Ruhe. Wo muss ich eigentlich hin? Ich kann nicht weg. Und schon sind wir hier drüben. Alter, was für kranke Gedanken muss man über sich ergehen lassen, dass man hier weiterkommt. Das kommt mir bekannt vor. Jesus, this is hopeless. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Was? Hallo? What are you doing? Duschen gehen. Ach, was sieht's denn aus? Ich achte auf mein Äußeres. I don't like it. Was? When the moon is full, the beast awakens. What the hell are you watching? Ich guck mir hier Dokumentarfilme an. Nach was sieht's denn aus? Lass mich in Ruhe. Oh, was gibt's hier? Hallöchen? Nichts Interessantes. Hier war irgendwas. Was kann ich hier machen? Irgendwas konnte ich hier gerade machen. Ah. Na toll. Leere Schubladen. Ja. Di-di-di-dim-di-di-dim. Alles mit Pflanzen bewachsen. Die ganze Zeit. Now's your chance. Hurry. Ja, was soll ich hier mich beeilen? Was denn? Ja, ist ja recht. Ausgezeichnet? Was ist denn daran ausgezeichnet? What the hell did you do to yourself? Wieder so ein Fleischklumpen, der irgendwie an dem irgendwie dran rumgeschnibbelt wurde. Toll. Ja, hallöchen. Ich bin hier Schrankinspektor oder Observer, sagen wir so. Macht mehr Sinn. Hallo! Hey, das sollte man ja aber nicht so machen. Das ist ungesund. You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it.
We're just worried about you, that's all. Leave me alone! Alter! Aber das Gespräch, bevor jetzt diese Szene kam, das waren doch wir. Haben wir da mit unserem Sohn im Prinzip gesprochen, dass er nicht in den Gebäudekomplex gehen soll? So habe ich das verstanden. Oh, guck mal, Rechner. Toll. So. Was? Erwiegen Werwolf? Was? Erwiegen Werwolf? Da steht's. Tatsächlich. Was bitte? Und überall sind hier diese Dosen, diese Fischdosen. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Gibt's hier noch irgendwo ein Collectible vielleicht? Nein. Gehen wir mal weiter. Ah, schön. Was ist jetzt los hier? Bin ich jetzt hier Attraktion oder was? Ich weiß nicht. So, hallo, guckt mich mal an. Das ist doch Publikum mit Fernsehköpfen. Okay. Ich mach grad nichts. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf. The fiercest creature who was ever seen. Und alle lachen sie mich aus. Warum? So, jetzt sind sie alle ruhig. Und jetzt sind sie alle panisch, weil ich zum Werwolf wurde. It's okay, Victor. Please, calm down. Ich laufe hier rum und verwüste hier alles. Oh, was ist jetzt los? Das fand ich auch krass gerade eben. Talk to him, Victor. I know there is still hope. Es besteht noch Hoffnung. Boah. You're not my son! Ey, wie krank. Also, ich muss einfach nur Bambi hinterhergehen. No, not like this. Hä? Wie denn sonst? Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Alter, was willst du von mir? Look at him. Das ist nicht schön. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. No. Look at him. Die Mutter hat immer zu ihm gehalten, aber der Vater hat ihn runtergemacht. Ja, sie hat's wenigstens probiert. Der Vater hat ihm immer Kontra gegeben. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl. Dann ist er halt so geworden, wie er jetzt geworden ist. So kommt mir es vor. Kann ich hier nicht durch. Was ist los? Oh, okay. Congratulations. We're past the first phase of the treatment and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Und dann hat er sich versucht zu verbessern.
weil er in den Augen seines Vaters nur eine Kreatur war. Wollte halt sich verbessern. So kommt mir das jetzt vor. Aber was hat es mit unserer... also mit Daniel Lazarskis Sohn zu tun? Ja, der ist ja hier auf der Suche nach dem. Ist ja logisch. Ich finde da noch was raus. Okay. Krass. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been me. Dan? Was? Warum sind wir jetzt auf einmal Dan? Und nicht mehr Victor? Hä? Okay. Und jetzt muss ich rennen. Ich renne mal hier durch. Ich weiß es nicht, ich mach halt einfach. Ah, nee. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss hier durchrennen. Aber wer weiß, vielleicht muss ich's noch. Oh, Alter, sieht das krass aus. Ja. Oh nein, ich höre das Viech wieder. Sind es wir? Oder der Sohn von Daniel? Also ich kann hier nicht durchgehen. Nee, ich muss einen anderen Weg finden. Oh nein. Jetzt laufe ich dem Viech wahrscheinlich in die Arme, kann das sein? Ich renne hier einfach mal durch. Ah, da ist wieder Bambi. Da hinten ist Bambi, bleib stehen. Hallo? Was? Was hat er? Oh nee. Jetzt ruhig verhalten. Sonst kommt er hier irgendwann. Oder ist er schon bei mir und ich merk's nicht? Das wäre schlecht. Wo ist er? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen verwirrt rumrenne, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss und wo ich mich verstecken muss, um dem zu entkommen. Wo ist Bambi überhaupt? Ich muss zu Bambi. So, jetzt renne ich hier irgendwo durch Stock und Stein und weiß nicht mehr, wo der Weg ist. Toll. Ah. Okay. Aber... noch nicht zu früh, noch nicht zu früh freuen. Hallo? Oh, gut, okay.
Das ist natürlich suboptimal, wenn der einfach so erscheint und wieder verschwindet. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Alter! Willst du mich verarschen? Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Also das waren jetzt wieder wir. Das hört man ja schon an der Stimme. Was ist denn das für einer? Hallöchen. Wer bist du? So, bist du ein fieser Typ? Was willst du jetzt, wenn ich hier vorbeilaufe? Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Hallo? Hey! Hey! Was ist los? Oh, Janus, bist du's? Was ist? Oh, sagt einfach nur hey. So, und jetzt? Toll. Jetzt kommt mir gleich wieder was entgegen, oder was ist da los? Ach so. Hier rüber. Ja, oh, klasse. You don't. He finds you. He always gets his prey. Alter, was ist das? 3 pairs of eyes, 4 gallons of plasma, 2 hearts, 2 livers, a set of lungs. A pretty decent yield. Willst du mich verkackeiern? Ist das das, was wir im Keller gehört haben? He's always out there, watching, waiting. Watching und waiting, ja. Ich hab ihn schon gesehen. Der hat wieder gemacht. So, was ist das für einer? Wow. Keine Ahnung, was da... Sind das wir? I'm right on your tail. Ich bin ja dicht auf den Fersen. Ja, das ist toll. Ich dir auch. Waren das seine letzten Momente? Victors letzte Momente, wo wir jetzt hören? Weil das war ja Daniel Lazarski, wo gesagt hat, ich bin dir direkt auf den Fersen. Möglicherweise. So, und jetzt? Hä? Hä? Was? Ja, und jetzt? Hallo? Ah, das ist voll laut. Na gut. So. Was gibt's hier Schönes? Aha, das waren wir und wir waren hier. Ah, der hat uns beobachtet. Jetzt kommen wir ihm gleich auf die Fersen. So. Da vorne laufen wir. Und dann war es das, glaube ich. Also, was heißt... Vogelskelett. So, das sind wir und jetzt greifen wir ihn an oder uns. Alter. Okay, wieder eine kranke Erfahrung mehr. So, Victor, is it? If I can find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Richtig. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Wir verabreichen uns mal Synchrosin.
notwendig. Synchrosine injected. Strain level decreased. So, haben wir noch mehr? Ja, wir nehmen noch eine, komm. Wir haben es ja. Synchrosine injected. Strain level decreased. Gut. Oh ja, jetzt sieht es einigermaßen gut aus wieder. So, was haben wir denn? Versorge den Generator wieder mit Strom. Unser kleines Handgemenge hat für einen Kurzschluss beim Generator gesorgt. Wenn ich hier raus will, muss ich ihn wieder mit Strom versorgen. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen Strom aufbringen können. Wir kratzen ein bisschen Energie zusammen, dann passt das wieder. So, ich scanne hier mal ein bisschen durch die Gegend. So, machen wir den hier. So, okay. Was ist jetzt los? Ah. Die Tür kann man noch aufmachen. Kann ich noch weiter aufmachen? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre hier ein Aufzug. Keine Ahnung, wo wir sind. Sind wir jetzt auf dem Dachboden und können hier jetzt überall hin? Naja. Gut. Dann würde ich aber mal sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss und danke fürs Zusehen. Ciao.